Folge Stats Push mit Vesux. Morgen. Ja, ich kann nicht mehr One-Click fastbridgen, weil Gommel einfach heute zu scheiße war, den Server auf die Reihe zu kriegen. Also musste ich die ganze Zeit mit gedrückt halten, Eagle. Also kann ich jetzt gar nicht mehr One-Click Eagle. Ja, Blow saved jetzt schon. Er ist alleine, aber immer doppelt und dreimal wird mir die Zeit schon arm sehen, Alter. Ja, er hat wahrscheinlich direkt genug Flöffe mitgenommen und ich bin ja immer noch dabei, zu probieren, schneller zu fastbridgen. Das Spamming geht jetzt schon wieder los, Alter. Schau dir diese Combo an, Alter. Der hat einfach keine Schnitte gegen mich. GG, er schreibt GG. Lol. Ich finde ja richtig korrekt zu sein. Ach, du gehst zu uns, gell? Ja. Ja, da die Runde so kurz wird, haben wir auch sofort ein ganz kurzes Thema. Und zwar, ihr könnt uns auf Twitter Fragen stellen. Und zwar unter dem Hashtag AskStatsPush. Und ja, wir haben das gestern schon getwittert. Und deswegen haben wir auch schon zwei Fragen am Start. Und zwar die erste. Ich mache jetzt mal die Runde etwas länger. Und zwar die erste kommt von Rapid YouTube. Und zwar fragt er: @xcottyact Vesux plays Hashtag StatsPush. Okay, ich lese nur Hashtag AskStatsPush. Warum dieser Hashtag? Ja, das kannst du vielleicht beantworten. Das war ja deine Idee. Du hast die. Ich hatte wir sind halt so StatsPush und Hashtag Ask und weil Fragen halt, ne? Während StatsPush. Ich meine, sonst ist es immer schwer zu filtern, weil manche geben halt nicht @xcotty und so ein und dann sieht man halt die Fragen nicht und wenn dann da halt Hashtag Ask StatsPush steht, kann man halt danach auch suchen. Und das ist halt viel easier. Dann und ja. Ja. Okay. Zweite Frage. Ja, die zweite Frage ist von Ice Shield und zwar fragt er: Wann habt ihr Zeit zum Aufnehmen? Bis zu welchen Stats wollt ihr pushen? Schon Top 10 Alltime, oder? Woher kennt ihr euch? Das sind jetzt sogar drei Fragen. Also gehen wir erstmal auf die erste Frage ein: Wann habt ihr Zeit aufzunehmen? Eigentlich immer. Ja, eigentlich fast immer, solange nicht Schule ist. Und am Wochenende muss man halt mal gucken, manchmal hat man halt was vor oder nicht. Ja. Ja. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage von Ice Shield und zwar: Bis zu welchen Stats wollt ihr pushen? Soweit wie möglich. Kannst du vielleicht beantworten? Soweit wie möglich halt. Ja, genau. Klar, man will das Beste rausholen und deswegen sage ich halt einfach so weit wie möglich, weil Top 10 ist 10 ist halt schon übertriebenst, aber naja. Eigentlich wollte ich jetzt nur warten mit dem Abbauen, aber okay, das letzte war dann noch, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war auf dem Ice Vision Server. Da haben wir auf Online gewartet, da jointe Cotty mit einem Misha MTS und dann haben wir geredet und dann haben wir irgendwann nochmal geredet. Und seitdem suchten wir Bad Wars zusammen. Genau. Ja. Weil ich bin ja auf Ice Vision auch Mod. Genau. Und ja. Genau. Dann haben wir halt zusammen auf Online geschwitzt und dann wurde uns gesagt, dass es erst vielleicht sogar am nächsten Tag released wird. Und dann bin ich wieder gegangen, leider, weil ich auf musste. Aber nein, naja, 19 Uhr. Ja, 19 Uhr halt, ne? Ja, das war jetzt eine ganz romantische Geschichte von uns beiden. Und ja, wie gesagt, stellt auf Twitter uns beiden die Fragen unter Hashtag AskStatsPush. AskStatsPush. Oh. Genau. Naja, auf jeden Fall. Nee, das Video ist nicht beenden. du darfst das Video beenden, okay? Schaut bei Cotty vorbei, bei Vesux vorbei. Genau, schaut bei Vesux vorbei. Esst Kinderriegel. Genau, esst Kinderriegel. Bekommt dafür kein Product Placement. Und ja. Lasst einfach einen Kommentar bei Vesux mit Hashtag StatsPush da. Und abonniert ihn natürlich. Aha. Lasst ein Like da. Link zu uns in der Beschreibung. Ciao!